So, da sind wir wieder. Einen Tag später und ich bin nicht wirklich schlauer. Also wir hatten die Dialogoption alle durchgegangen, wir hatten die Flasche benutzt oder zumindest versucht. Wir haben es in der Hand. Da tröpfelt es gerade. Ah! Nein. Habt ihr das gerade gesehen? Da waren Tränen. Da, schnapp, schnapp. Okay, vielleicht sollte man nicht mit der Hand schnappen, sondern mit der Flasche. Ah, na also. Braucht man nur noch mehr von? Gucken wir mal, ob sie nochmal weint. Na komm, wein. Nö, das reicht wohl schon. Gewächs mit gesegneten Tränen des weinenden Mondes. Schön, schön. Ab in die Questkiste oder Questsack, der schon proppevoll ist und 24 Kilo wiegt. Ja, gut, dass wir keinen Magier spielen. Also, ist hier oben noch irgendetwas? Nein, nur komische orangene Fallen. Trefferpunkte plus. Oh, deswegen haben wir volle Lebenspunkte. Oder hatte ich letzte Folge geheilt? Na gut, also wir haben volle Lebenspunkte, wir haben volle Mana, wir haben den Questgegenstand von hier oben. Dann müssen wir wohl wieder runter. Mit welchem Teleporter auch immer. Schreiben wir mal da. Wo sind wir inzwischen? JKL. Sind wir schon bei M? M. Und gucken mal, wo wir rauskommen. Genau da, wo wir hin müssen. Super. Also M, Ausgang 1. Falls wir hier irgendwann nochmal hin müssen. Hier waren wir auch. Überall, also müssen wir wieder runter. Ah gut, der hat uns gleich nach unten gebracht. Dann müssen wir jetzt da rein, um da rauszukommen. Und im untersten Stock war nichts mehr, oder? Nee, ich glaube, da sind wir schon einmal wieder runtergelaufen, weil wir was vergessen hatten, nämlich die Eisenmarke. Dum, 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 dum. Ja, da waren wir schon drin. Das heißt, wir können jetzt hier raus, darum und zur Totenstadt. Und da können wir unsere Seelenhäuser benutzen. Warum auch immer wir zwei davon haben. So, da kommt gleich ein Stein. Girugon, denk an den Stein. Gut. Oh, da war noch ein zweiter. Ah, gut, der war weiter weg. Und jetzt kommt wieder der nervige Teleporter, wo wir zigmal durchlaufen müssen. Bis wir da ankommen, wo wir hin wollen. Nochmal. Und nochmal. Und jetzt ist der hier weg. Und wir können endlich weiter. Mann, Mann, Mann. So. Da sind Säulen im Weg. Das ist okay. Ja, hier sind wir echt fertig. Schön, schön. Also, ab in die Totenstadt. Waren die Teleporter schon vorher da? Ja, waren sie. So, sie hatte gesagt, die andere Frau ist wo lang gelaufen? Richtung Totenstadt? Also wir suchen jetzt im Sterben liegende Helden, damit wir schnell deren Seele einfangen können für die gute, au, für die gute Sache und so. Das war gerade ein Pfeil. Das war gerade noch ein Pfeil und wow. Du siehst ja komisch aus. Elfenbein, Löwenschlüssel. Na gut. Aber ich wollte eigentlich erst mal mit dem Gesicht da sprechen. Hier ruhen die Edlen, berühmt und bekannt. Man kennt die Legenden im ganzen Land. Ja, also nur ein Willkommensbanner quasi. Und ja, ich sage irgendwie immer Banner, aber ihr wisst schon, was ich meine, denke ich mal. Weil die werden doch echt nur als Werbefläche missbraucht, diese komischen sprechenden Köpfe. So. Oh, die sprechen ja was. Das ist nur tierisch verzerrt. Verzerrt. Ich glaube, der hat gerade gesagt, Wert 1 mit der Leere. Oder sowas in der Richtung. Ja, dein Gestank macht uns auch krank.
Aber die sterben richtig schnell. Ach, der Gestank des Lebens, das sagt er. Irgendwo noch einer? Nö. Okay, also sie sterben schnell, aber sie teilen gut aus. Zumal sie ja noch ihre Pfeile schießen können. Genau die. Danke für die Demonstration. Und du kannst schießen, während wir zaubern. Das ist ja super. Also, Schild in die Hand. Und Geronimo. So. Ja, wenn wir erstmal dran sind, sind die kein Problem. Ah, da kommt der nächste Pfeil. Aber gut, dass die Pfeile nicht besonders schnell fliegen. Gucken wir in der Zeit mal hinten rum. Vielleicht können wir ihn überraschen. Vielleicht können wir ja den Untoten überraschen. Oder wir verklicken uns und zaubern nochmal so einen lachenden Schädel. Der keinen Schaden macht und dafür schön Mana verputzelt. Oh, bei denen macht er wohl Schaden. Gut, wir haben jetzt gerade herausgefunden, dass Untote gegen einen Totenschädel empfindlich sind. Was uns aber auch nicht wirklich viel bringt. Oh, 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 nee, ich wollte gar nicht runtergehen. Schön wieder hoch. Erstmal die Ebene zu Ende erkunden. Also, da geht's runter. Gut zu wissen für später. Was machst du? Oh, da geht's auch runter. Achso, du machst nur die Tür auf und zu. Dann bist du kein wichtiger Schalter. Ja, ich bin es irgendwie gewöhnt, dass Schalter, die mit Türen zu tun haben, direkt neben der Tür sind und nicht so weiter weg. Deswegen war nicht so wichtig. Aber egal. Was ist denn das? Also, das ist die Wand, durch die man durchgucken kann, die es in jedem Dungeon gibt, aber durch die man nicht durchgehen kann. Was immer recht nervig ist. Nicht allzu groß. Aber es ist ja auch nur ein Friedhof eigentlich. Oh, was bist du denn? Ah, natürlich, vergiftende Untote. Also ja, vergiftende Zombie-Untote hätte ich ja verstanden, aber vergiftende Geister? Die haben doch keine Substanz. Ach, Menno. Na gut, wir haben noch mehr als genug Mana. Aber wir sollten Augen offen halten nach Gegengiften. Bogenschütze? Und Stein. Ja, schöne Kombination. Gift von drin, Bogenschützen von vorne und ich habe den falschen Zauber gesprochen. Ja, wir sterben gerade. Nicht diesen komischen Zauber zu Ende sprechen. So. Mann, 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 Mann. Was haben wir jetzt überhaupt für einen Zauber drauf? Stärke der Titanen. Ja, super. Haben wir nicht schon Cap? Das brachte also gar nichts. So, du stirbst jetzt schnell. Bevor wir noch mehr Heiltränke verbrauchen müssen, denn das will ich nicht unbedingt. So. Jetzt heilen wir uns richtig. Also wie schon mehrfach erwähnt, ich hätte gerne hier die Hotkeys, dass man die irgendwie zurechtstellen kann, wie man es gerne hätte. Weil ich verklick mich viel zu häufig. Und das kostet dann gleich richtig Mana. Wieso aber der Stärkezauber jetzt? Das war locker mal die Hälfte unseres Mana-Vorrats. Für einen Zauber, der uns gar nichts bringt. Hast du was Neues? Im Kampf gab er sein Fleisch und Blut. Zu siegen für die Welt. Der Elfenbeinprinz war voller Mut, ein wahrhaft edler Held. Gut, seine Seele könnten wir schon mal gebrauchen, aber eigentlich würde ich ganz gerne den Bogenschützen umbringen, der die ganze Zeit auf uns geschossen hat, während er geredet hat. Genau du.
Also, wo war die Tür? Da war die Tür. Wir haben ja einen Elfenbeinschlüssel gefunden. Also du sagst, hinter dir ist der Held. Also müsste der hier irgendwo sein. Aber wir brauchen hier nirgendwo einen Schlüssel. Oh, eine Kiste und noch eine Kiste. Schön, schön. Heiltrank ist gut, Gegengift ist noch besser. Dann kann ich nämlich gleich pausieren und ein bisschen hochheilen. Und Elfenbein-Plattenpanzer. Endlich eine Rüstung, die gut aussieht. Bitte, bitte, bitte. Verflucht erhöht Schaden um 50. Wie jetzt? Wir haben endlich eine Rüstung gefunden, die richtig cool aussieht. Und sie ist verflucht. Und ein verfluchter Helm ist da bestimmt auch noch drin, hm? Ne, der verringert Schaden um 10. Du verringerst Schaden um 5. Ach du Mann. Also, die Spieledesigner haben hier echt irgendwie zu viel getrunken oder so. Oder es waren einfach keine Powergamer. Ich meine, wir haben jetzt die Wahl zwischen einem schlechten Helm, also von den Stats her schlechten Helm, der aber zu der Rüstung passt, oder ein Helm mit guten Stats, der überhaupt nicht dazu passt. Also der hier oder dieser komische Baskenhelm. Gucken wir uns einfach selber nicht so häufig an. Oh, wo kommst du denn her? Lasst mich in Frieden. Ich habe keine Zeit für die Lebenden. Und ich habe keine Zeit für unverschämte Geister, falls ihr überhaupt ein Geist seid. Ein Geist bin ich, doch leider habe ich viel zu wenig Mut. Wer seid ihr? Oder besser, wer seid ihr früher einmal gewesen? Mir steht nicht der Sinn nach Konversation. Wäre ich lebendig, dann wäre ich wieder der Elfenbeinprinz. Dann würde ich sie befreien. Also die Plakette draußen vor der Tür hat gesagt, dass der Elfenbeinprinz ein wahrer Held war. Er sagt, er wäre nicht mutig. Wir wollen ihn trotzdem unseren Seelenhaus die haben. Die Kraft verweigerter Liebe. Die Seele eines toten Helden soll die Truhe stärken. Ich verstehe nicht. Ich brauche eure Seele, um den Kriegsherrn zu besiegen. Wenn ihr die Macht habt, meine Seele zu nehmen, dann befreit meine Liebste. Ihr könnt nicht das eine im Namen der Ehre tun und das andere unterlassen. Das mag schon sein. Aber mein Auftrag ist nicht in eurem Namen. Seid verflucht, wenn ihr euch nehmen wollt, was euch nicht freiwillig gegeben wird. Hat die Magie des Kriegsherrn euch in eurer Ruhe gestört? Ein Kriegsherr, sagt ihr? Was immer das für eine Magie ist, sie holte viele Geister in diese Welt zurück. Sie hat sie auf jede erdenkliche Art verdorben und zu mörderischen Bestien gemacht. Aber dich nicht, oder? Mich nicht und auch meine Liebste nicht. Wir konnten ihr standhalten. Ihr spracht von eurer Liebsten. Wo ist sie jetzt? Ein bösartiger Geist hält sie gefangen. Ich habe es versucht. Sie zu befreien. Ist dieser Geist denn stärker als ihr beide zusammen? Ja, denn er verbündete sich mit den dunklen Mächten, welche die Stadt heimsuchten. Nun führt er die noch verbliebenen Bestien an, um mich zu quälen. Ich pausiere mal ganz kurz, also das Gespräch mit ihm, denn ich habe keine Lust, im Hintergrund zu sterben an dem Gift. Heißt, wir heilen mal kurz hoch und sprechen dann weiter mit ihm. Ich erkenne in euch Klugheit und Stärke, wie sie auch mir früher zu eigen war. Als Gegenleistung für eure Hilfe möchte ich euch etwas Besonderes geben. Ich soll also eure Liebste aus den Klauen des bösen Geistes befreien. Wenn ihr das schafft, gebe ich euch meine Rüstung. Sie befindet sich ganz in der Nähe. Und sie gehört zu dem Besten, das je von einem Sterblichen getragen worden ist. Ups, die Rüstung haben wir schon. Wie bedrohlich ist dieser böse Geist?
Er kann nichts anderes tun, als den Lebenden ihre Lebensenergie zu entziehen. Das ist ja wunderbar. Ihr braucht etwas, um diesen Geist einzufangen. Ihr seid ein wenig voreilig. Ich habe meine Zustimmung noch nicht gegeben. Na gut, wir haben ja zwei Seelenhäuser. Das heißt, wir benutzen jetzt ein Seelenhaus, um den bösen Geist einzufangen und ein Seelenhaus, um ihn freiwillig einzufangen. Das würde jedenfalls Sinn machen. Und warum konnten wir jetzt keine Zustimmung geben? Ihr sprach... Sie... Ja, nun führt er die... Die Kraft... Ich verstehe... Ich brauche... Wenn ihr... Ihr könnt... Das mag... Seid... So. Das wollte ich nicht. Okay, sie leuchtet jetzt schön, aber können wir dich wieder befreien? Ach Mist. Müssen wir wohl laden. Oh Mann. Och nö. Ich habe nicht abgespeichert. Na gut, also ich lade jetzt gleich den Speicherstand und laufe wieder hierher, ohne irgendwas Neues zu finden, hoffentlich. Und sonst melde ich mich wieder. Mist. Also bis denne.